Verluste im Börsencrash 2020. Wie teste ich Bank und Vermögensverwalter in 5 Minuten? Kein Markt ist so intransparent wie Vermögensverwaltung und Private Banking. Hohe Bankgebühren und tiefe Renditen vernichten Vermögen, vor allem jetzt in der Corona-Krise. Ich gebe Ihnen 3 einfache Testfragen zu Ihrer Geldanlage, um Ihre Bank oder Vermögensverwalter zu testen. Nach diesem Video wissen Sie sofort, wie gut oder schlecht Ihre Geldanlage verwaltet wurde. Das Testresultat wird Ihnen sagen, ob Sie Vermögensverwalter oder Bank wechseln müssen. Bleiben Sie dran! Caputo and Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Hier spricht Enzo Caputo, der internationale Private Banking Anwalt der Schweiz, ehemaliger Geschäftsführer des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter VSV, Gründer der Boutique Anwaltsfirma Caputo & Partners und SwissBankingLawyers.com. Hier finden erfolgreiche internationale Geschäftsleute konzentrierte und leicht verständliche Informationen zu Offshore Banking, Swiss Private Banking, Vermögensschutz, Vermögensaufbau und Steueroptimierung. Hier sind die 3 Testfragen zu Ihrer Geldanlage, die Sie sich stellen müssen. Frage Nummer 1. Hat mein Portfolio mit Referenzwährung in Schweizer Franken, Euro oder Dollar vom 1. Januar 2020 bis zum 31. März 2020 trotz Corona-Krise keine Verluste erlitten oder sogar leicht im Wert zugelegt? Frage Nummer 2. Hat mein Portfolio in Schweizer Franken, Euro oder US-Dollar in den letzten 5 Jahren vom 1. April 2015 bis zum 31. März 2020, also inklusive Corona-Krise, trotz dem Börsencrash immer noch eine positive Performance von gesamthaft 15% oder mehr erzielt? Frage Nummer 3. Sind meine alles inklusive Kosten pro Jahr für mein Portfolio in Franken, Euro oder Dollar inklusive Depotgebühren, Asset Management Fee, Transaktionskosten und versteckte Kosten in den Produkten wie Fonds und ETFs unter 1,2% der verwalteten Vermögen pro Jahr? We fight for your money. Wenn Sie alle 3 Fragen mit Ja beantworten können, dann müssen Sie mich nicht anrufen. Sie haben die richtige Bank und den richtigen Vermögensverwalter für Ihr Geld. Ich gratuliere Ihnen. Wenn Sie eine dieser 3 Fragen mit Nein beantworten, so bedeutet das Testresultat für Sie, schauen Sie sich überhöhte Gebühren, versteckte Gebühren und unterdurchschnittliche Rendite genauer an. Dazu empfehle ich Ihnen als ehemaliger Geschäftsführer des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter ein neutrales Gespräch mit mir. Zusammen analysieren wir im Team, wie Sie Ihre Kosten niedrig halten und Ihre Rendite nachhaltig verbessern können. Das erreichen wir mit Best-in-Class Asset Manager und einem institutionellen Pricing. Wenn Sie in Zukunft kein Video mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und drücken Sie jetzt auf den Subscribe-Button und auf die Glocke. Anhand von echten Wertschriften, Portfolios mit investiertem Kapital unserer Kunden kontrollieren wir in den letzten 5 bis 10 Jahren echte Kosten und effektiv erzielte Renditen, die mit unseren klassenbesten Vermögensverwalter erzielt wurden. Unsere Daten basieren nicht auf Backtesting. Mit strikten Selektionskriterien filtrieren wir die Best-in-Class Asset Manager heraus. Zusätzlich mit den abgestimmten Preisverhandlungen mit stark kapitalisierten Depotbanken erzielen unsere Vermögensverwalter eine überdurchschnittliche Performance. We fight for your money. Gerne legen wir Ihnen unsere Daten und Fakten offen. Wir haben eine breite Analyse über 115 Vermögensverwalter durchgeführt. 19 Vermögensverwalter mit Inhouse-Portfolios, sogenannte Managed Accounts, 15 Vermögensverwalter mit flexibler Asset Allocation in Mischfonds und 81 Vermögensverwalter mit Equity Portfolio. Hier gebe ich Ihnen echte Daten und Fakten aus unserer Auswertung. In diesem ausgesprochen intransparenten Markt der Vermögensverwalter. 30% der Vermögensverwalter arbeiten über den Durchschnitt. Das bedeutet, dass 70% der Vermögensverwalter unterdurchschnittliche Resultate abliefern. Gerade nur 15% aller Vermögensverwalter sind sehr gut, also best in class Asset Manager. Dagegen sind 35% aller Vermögensverwalter schlecht und weit unter dem Durchschnitt anzusiedeln. Innerhalb
von den 30% der Vermögensverwalter mit Resultaten über den Durchschnitt sind nur 20% Banken. Passen Sie auf, beachten Sie die Überraschung in Sachen Banken, die jetzt kommt. Von den 30% aller Vermögensverwalter, die überdurchschnittliche Rendite abliefen, sind nur 20% Banken dabei, während 80% externe Vermögensverwalter und Sektorspezialisten anzutreffen sind. Das bedeutet, dass gute Vermögensverwalter mit viermal größerer Wahrscheinlichkeit unter den unabhängigen Vermögensverwaltern zu finden sind, anstatt bei den Banken. We fight for your money. Unsere Daten und Fakten erstrecken sich 5 bis 10 Jahre zurück. Es sind zwar echte Daten von echten Portfolios, aber unsere Statistiken beanspruchen keine wissenschaftliche und mathematische Genauigkeit. Wir streben nachhaltige Resultate an. Darum konzentrieren wir uns auf die 15% Best-in-Class Vermögensverwalter. Wenn Sie dieses Video interessant finden, zeigen Sie es uns. Bitte liken, sharen und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Insider-Informationen wie diese finden Sie nicht in Universitäten, in Bibliotheken oder im Internet. Wenn Sie diese Insider-Informationen mögen, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, indem Sie auf den Subscribe-Knopf drücken und auf die Glocke drücken. So werden Sie automatisch informiert, wenn wir neue Videos produzieren. Wenn Sie mit einem Best-in-Class Asset Manager Schritt für Schritt Ihr Vermögen vergrößern wollen, sollten Sie uns unbedingt kontaktieren. Speziell in schwierigen Märkten ist ein Best-in-Class Vermögensverwalter Gold wert. Wenn Sie eine vertrauliche Frage haben, die Sie nur mit mir besprechen möchten, greifen Sie jetzt zu Ihrem Mobiltelefon und wählen 0041-444-212-4404 oder schreiben Sie mir eine E-Mail auf contact@swissbankinglawyers.com. Rufen Sie mich jetzt an. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.